Herzlich willkommen und guten Morgen an alle, die schon da sind, zu unserem Landwirt.com-Webinar. Heute zum Thema Kaufvertragspraxis für Landmaschinenhändler, gemeinsam mit Herrn Dr. Levente Nagy, dem Experten in diesem Bereich. Ein ganz kurzer Hinweis noch von meiner Seite: Wenn Fragen bestehen während dem Webinar, bitte einfach in den Chat stellen oder in die Q&A-Funktion in Zoom. Ich werde schauen, dass ich die Fragen womöglich sammle und während dem Webinar werden wir schauen, dass wir die auch beantworten oder im Nachgang dann. Ja, ich würde sagen, dann würde ich mal an den Levente weitergeben. Vielen Dank schon mal, dass du dir die Zeit nimmst und bitteschön. Ich glaube, du bist noch auf Stumm. Jetzt sollte es passen, oder? Jetzt passt's. Jetzt hören wir Ich dich. hoffe, dass Sie Super. mich richtig hören. Ludwig, vielen Dank für die netten Wörter. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie auch herzlich zu meiner heutigen Präsentation. Ganz kurz zu meiner Person. Ich heiße Levente. Wie erwähnt, ich bin selbstständiger Rechtsanwalt in Wien und berate seit mehreren Jahren Landwirten und landwirtschaftliche Unternehmen in allen spezifischen agrarrechtlichen Belangen. Ich freue mich, Sie heute zu meiner Präsentation über das Thema Kaufvertrag begrüßen zu dürfen. In den nächsten Minuten werden wir uns gemeinsam mit den wesentlichen Aspekten eines Kaufvertrags auseinandersetzen. Dabei werde ich zunächst auf den Inhalt und die Bestandteile eines Kaufvertrags eingehen. Anschließend werden wir uns damit beschäftigen, wie allgemeine Geschäftsbedingungen den Kaufvertragsabschluss beeinflussen können. Schließlich, wie auch erwähnt, werde ich Ihre Fragen beantworten. Natürlich können Sie auch in der Zwischenzeit Fragen stellen. Bitte beachten Sie auch Folgendes: Da ich ein österreichischer Rechtsanwalt bin, werde ich nur österreichisches und nicht deutsches Recht heute behandeln. Zunächst betrachten wir, wie überhaupt ein Kaufvertrag in Österreich zustande kommt. Das österreichische Vertragsrecht basiert auf klaren Prinzipien und bietet ein solides rechtliches Fundament für Geschäftsbeziehungen. Bevor wir allerdings in die Tiefe gehen, möchte ich zunächst den Begriff deckungsgleiche Annahme erläutern und verdeutlichen, warum sie im österreichischen Vertragsrecht von grundlegender Bedeutung ist. Um einen Vertrag abzuschließen, muss die Annahme genauer den Bedingungen des Angebots, des Kaufangebots entsprechen, sprich deckungsgleiche Annahme. Dabei stellt ein Angebot eine ernsthafte Willenserklärung dar, in der jemand einem anderen den Abschluss eines Vertrags anbietet. Erst dann eben, wenn eine deckungsgleiche Annahme eines Angebots vorliegt, kommt der Vertrag zustande. Abweichungen oder Ergänzungen in der Annahme werden als Ablehnung des ursprünglichen Angebots betrachtet und in diesem Fall kommt dann kein Vertrag zustande. Wie bereits ein Vertrag kommt durch deckungsgleiche Annahme, wie erwähnt, ja, kommt ein Vertrag in Österreich durch deckungsgleiche Annahme des Angebots zustande. Wann liegt aber überhaupt ein rechtsverbindliches Kaufangebot vor, beziehungsweise was ist ein Kaufangebot? Das Kaufangebot ist eine deutliche Erklärung, in der eine Person, der Anbietende, einem anderen, den Angebotsempfänger, einen Vorschlag für den Verkauf einer Ware zu einem bestimmten Preis macht. Ein Angebot muss so genau bestimmt sein, dass der Vertrag durch eine bloße Zustimmung des Annehmenden quasi perfekt werden kann. Wenn wichtige Vertragsbedingungen wie etwa der Kaufpreis fehlen oder unklar sind, kann dies wohl die Wirksamkeit des Angebots beeinträchtigen und auch des Kaufvertrags. Für das Vorliegen eines Angebots ist auch die Bindungswille der entscheidende Faktor. Es muss klar erkennbar sein, dass der Verkäufer die Absicht hat, sich vertraglich zu binden. Keine Bindungswille liegt zum Beispiel vor,
wenn jemand zur Erstellung eines Kostenvoranschlags aufgefordert wird. Zum Beispiel, wenn ich ein Auto habe und ich Ihnen sage, okay, wollen Sie dieses Auto kaufen? Bitte nennen Sie einen Preis. Es handelt sich hier nur um eine Einladung zu Vertragsverhandlungen. Es ist wirklich wichtig zu betonen oder zu erkennen, wann eine Partei lediglich zur Abgabe eines Angebots auffordert und wann sie bereits ein bindendes Angebot unterbreitet. Um zu verstehen, ab wann ein Angebot über eine Bindungswirkung verfügt, lassen Sie uns ein konkretes Praxisbeispiel betrachten. Angenommen, ein Händler bietet einen Traktor über die Plattform landwirt.com zum Preis von 44.280 an. Aktuelles Beispiel habe ich gestern den Screenshot gemacht. Dabei weist er ausdrücklich darauf hin, dass der Käufer vorerst einen Kostenvoranschlag dem Händler zusenden muss, wie Sie hier auch sehen. Es handelt sich hier in diesem Beispiel nur um eine Einladung zu einer Vertragsverhandlung und nicht um die Abgabe eines Angebots. Auch die bloße Preisanfrage stellt kein verbindliches Kaufangebot dar. Sprich, wenn ich als Interessent den Händler über den Plattform kontaktiere, hat keine rechtliche Auswirkungen. In diesem Fall bedeutet eine Preisanfrage lediglich, dass der Interessent bloß Informationen über den Preis, über die Ware anfordert. Der Verkäufer auf landwirt.com ist in der Regel rechtlich auch nicht verpflichtet, auf solche Preisanfrage mit einem verbindlichen Angebot zu antworten. Stattdessen kann der Verkäufer auf diese Anfrage reagieren, indem er dem Interessenten beispielsweise Informationen über den Preis oder auch über die Ware zusendet. Wie vorhin erwähnt, ein rechtlich bindender Vertrag kommt erst dann zustande, wenn der Verkäufer auf die Preisanfrage des Interessenten antwortet und ein verbindliches Angebot unterbreitet, welches anschließend der Interessent annehmen kann. Also wenn ich zum Beispiel antworten würde, okay, dieses Traktor ist für den Preis, steht zum Verkauf. Angenommen, dass der Verkäufer auf diese Preisanfrage des Interessenten mit einem konkreten Angebot antwortet, stellt sich natürlich auch die Frage, ab wann dieses Angebot dem Händler bindet. Sobald das Angebot im Marktbereich des Empfängers ist und mit der Kenntnisnahme gerechnet werden kann, tritt eine Bindungswirkung ein. Ab diesem Zeitpunkt ist die Erklärung, also das Angebot, verbindlich und der Händler ist an sie gebunden. Wie lange würde in so einem Fall dieses Angebot rechtliche Bindungswirkung vorweisen? Die Dauer, für die ein Angebot rechtliche Bindungswirkung hat, wird in Österreich durch die Annahmefrist bestimmt. In Österreich gibt es keine festgelegte gesetzliche Annahmefrist. Die konkrete Dauer der Annahmefrist kann vom Fall zu Fall unterschiedlich sein. Natürlich in der Regel wird die Annahmefrist jedoch von den Parteien in Verträgen oder beziehungsweise im Angebot selbst festgelegt. Sollte ein Angebot allerdings keine Regelungen betreffend die Annahmefrist enthalten, gilt Folgendes. Bei Willenserklärungen, die schriftlich oder per E-Mail übermittelt werden, was wahrscheinlich der Regelfall darstellt, muss auf jeden Fall eine angemessene Überlegungsfrist berücksichtigt werden. Eine Woche zum Beispiel. Jedoch, um mögliche Missverständnisse zu vermeiden, sollte die Annahmefrist in schriftlichen Angeboten daher klar und eindeutig festgelegt werden. Es ist wichtig zu beachten, dass das Angebot während der Annahmefrist auch nicht einseitig widerrufen werden kann. Sprich, wenn ich ein schriftliches Angebot abgegeben habe, bin ich daran gebunden. Schließlich ist noch auch auf Folgendes zu achten. Wenn die Annahmefrist abgelaufen ist, ohne dass das Angebot angenommen wurde, erlischt das Angebot. Sprich, hat keine Bindungswirkung mehr. Nun stellt sich natürlich auch die Frage, wie ein Angebot überhaupt angenommen werden kann.
Sie kann mündlich, schriftlich oder sogar auch stillschweigend erfolgen. Wichtig ist dabei, dass der Angebotsempfänger das Angebot uneingeschränkt und deckungsgleich akzeptiert. Das bedeutet, dass die Annahme exakt den Bedingungen des Angebots entsprechen muss. Wenn die Annahmeerklärung inhaltliche Abweichungen von ursprünglichen Angebot aufweist, wird dies als Ablehnung des Angebots betrachtet und gleichzeitig allerdings als neues Angebot angesehen. Natürlich nur dann oder sofern ein eindeutiger Wille zur Vertragsbindung erkennbar ist. Also wenn in dem Angebot steht, ich verkaufe meine Maschine für 40.000 Euro, also der Interessent antwortet darauf, ich kaufe das nur für 30.000 Euro, dann diese Antwort gilt als Gegenangebot. Wenn dieses Gegenangebot von Angebotsempfänger akzeptiert wird, kommt dann der Vertrag zustande. Um einen Vertrag abzuschließen, also zu wiederholen, muss die Annahme allerdings auch im Normalfall im Angebot festgelegten Annahmefrist erfolgen. Nun wissen wir Folgendes. Mit der deckungsgleichen Annahme liegt ein Kaufvertrag vor. Aber wie schaut dieser Kaufvertrag aus? Beziehungsweise, was ist sein Inhalt? Ein Kaufvertrag erfordert bestimmte zwingende Bestandteile, um wirksam zu sein. So muss jeder Kaufvertrag die klaren Identifikationsdaten sowohl des Verkäufers auch des Käufers enthalten. Die Vertragsparteien müssen bestimmt werden. Dies stellt natürlich sicher, dass beide Parteien eindeutig identifiziert werden können und man weiß, wer auf der anderen Seite steht. Ein weiterer entscheidender Aspekt eines Kaufvertrags ist auch die genaue Angabe der Ware, die verkauft werden. Dies beinhaltet nicht nur die Art der Ware, sondern auch deren Beschaffenheit, Güte oder auch die Angabe der Menge der verkauften Ware. Diese Informationen sind ebenfalls entscheidend, um sicherzustellen, dass die Parteien genau wissen, was sie erwerben. Darüber hinaus stellt natürlich auch der vereinbarte Kaufpreis einen zwingenden Bestandteil eines Kaufvertrags dar. Die Preisangabe ist unerlässlich, um die finanziellen Bedingungen des Vertrags zu klären. Nur zu wiederholen, Name des Vertragsparteien, Kaufpreis und konkrete Angaben zur Ware. Diese drei Dinge sind die wesentlichen und zwingenden Bestandteile eines Kaufvertrags. Neben dem zwingenden Bestandteil eines Kaufvertrags kann der Kaufvertrag auch weitere Aspekte berücksichtigen. Ein wichtiger Aspekt beispielsweise ist das festgelegte Lieferdatum. Dies ist das Datum, an dem der Verkäufer die Ware an den Käufer übergeben muss oder übergibt. Die Einhaltung des Lieferdatums ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Parteien ihre Verpflichtungen rechtzeitig erfüllen. Grundsätzlich ist es allerdings die Aufgabe des Käufers, die gekaufte Ware abzuholen, sofern in dem Kaufvertrag nichts Gegenteiliges vereinbart wurde. Diese hohe Schuld bedeutet nichts anderes, dass der Käufer die Verantwortung für den Transport bedeutet weiters auch, dass der Käufer die Verantwortung für den Transport und die Abholung trägt. Natürlich, Kaufvertrag kann auch diesbezüglich Regelungen vorsehen, wie zum Beispiel Versand der Ware. Im Fall des Versands kann man auch im Vertrag regeln, wer die Versandskosten trägt. Im Regelfall trägt der Käufer die Versandskosten. Diese Versandskosten können Versandsgebühren beinhalten, Verpackungskosten und etwaige Versicherungskosten. Die Feststellung der genauen Gebühren und die Regelung des Versands ist ebenfalls empfehlenswert, im Kaufvertrag zu regeln. Üblicherweise regelt man auch den Gefahrenübergang im Rahmen der Lieferung der Ware. Normalerweise geht die Gefahr für die gekaufte Ware auf den Käufer erst dann über, wenn die Übergabe erfolgt. Dies bedeutet, dass der Käufer erst ab diesem Zeitpunkt für eventuelle Schäden oder Ver
oder Verluste verantwortlich ist. Ein Vertrag kann aber diesbezüglich auch anderweitige Regelungen beinhalten. Die Überlegungen zu diesen Aspekten sind wichtig und helfen, künftige Missverständnisse und Konflikte zwischen den Vertragsparteien zu vermeiden. Nun kommen wir zu einem weiteren sehr wichtigen Thema, allgemeine Geschäftsbedingungen. In der heutigen digitalen Welt, in der der Onlinehandel rasant wächst, sind AGBs zu einem integralen Bestandteil unseres täglichen Lebens geworden. Wenn Sie beispielsweise online einkaufen, sind Sie höchstwahrscheinlich schon einmal mit AGBs in Berührung gekommen, sei es beim Buchen einer Reise, dem Kauf von Produkten oder dem Abschluss eines Abonnements. Was genau machen aber diese AGB so wichtig, insbesondere im Onlinehandel oder im normalen Geschäftsleben? Sie stellen vollformulierte Vertragsbedingungen dar, die standardmäßig auf eine Vielzahl von Verträgen Anwendung finden. Sie definieren die Rechte und Pflichten beider Parteien im Rahmen des Kaufvertrags. Die vorhin erwähnten Aspekte können beispielsweise in AGBs geregelt werden und müssen die Vertragsparteien dann nicht jedes Mal einzeln verhandeln. Wozu dienen aber die AGBs konkret? Zum Beispiel AGBs bieten einen Rahmen für Verkaufsvorgänge, wie ich erwähnt habe, standardisieren die den Prozesse oder rationalisieren die Prozesse, vereinfachen sie. AGBs können aber auch die Interessen und Rechte der Verkäufer schützen, indem sie klare Bedingungen für den Verkauf und die Lieferung von Waren festlegen. AGBs können schließlich natürlich auch dazu beitragen, die gesetzlichen Informationspflichten zu erfüllen, indem sie die Kunden über ihre Rechte und Pflichten im Rahmen des Kaufvertrags informieren. Damit die AGBs rechtlich wirksam in einem Kaufvertrag einbezogen werden können, gibt es bestimmte Anforderungen zu beachten. Im Folgenden erläutere ich ganz kurz, wie AGBs Bestandteil eines Kaufvertrags werden und welche Bedingungen dabei zu beachten sind. Eine grundlegende Anforderung für die Einbeziehung der AGB in einem Kaufvertrag ist, dass Kunden die Möglichkeit haben müssen, die AGB vor Vertragsabschluss einzusehen und ausdrücklich zuzustimmen. Dies kann beispielsweise durch das Einblenden der AGB-Texte während des Bestellvorgangs oder durch einen separaten Button zur Zustimmung geschehen. Im Onlinehandel ist es notwendig, Kunden die Möglichkeit zu geben, die AGB herunterzuladen oder zu speichern. Dies ermöglicht es Ihnen, also den Kunden, die Bedingungen des Vertrags auch zu einem späteren Zeitpunkt nachzulesen. Die AGBs dürfen aber nicht lediglich auf der Homepage des Onlinehändlers versteckt sein. Sie müssen leicht auffindbar sein und gut lesbar sein, damit Kunden immer die Möglichkeit haben, sich vor Vertragsabschluss mit Ihnen vertraut zu machen. Wenn AGBs in regelmäßigen Geschäftsbeziehungen verwendet werden, beispielsweise in einem Ladengeschäft, sollten diese AGBs auch in den Geschäftsräumen deutlich sichtbar ausgelegt oder ausgehängt werden. Dies gewährleistet ebenfalls, dass Kunden vor Ort die AGBs einsehen können. Also, wie Sie sehen, wichtig ist, sicherzustellen, dass der jeweilige Kunde, entweder vor Ort oder online, die AGBs einsehen können. Nun ein Praxisbeispiel. A tätigt einen Online-Einkauf. Beim Abschluss des Kaufvorgangs liest A das Kästchen neben „Ich akzeptiere die AGBs“ leer und überspringt diese Seite. Stellen die allgemeinen Geschäftsbedingungen dennoch einen verbindlichen Bestandteil des Kaufvertrags dar? Nein. Ein Online-Kaufvertrag erfordert normalerweise eine ausdrückliche Zustimmung des Kunden zu den AGBs. Ein bloßes Stillschweigen oder das Fehlen einer ausdrücklichen Zustimmung gilt in der Regel nicht als wirksame Einbeziehung der AGB in den Vertrag. Ich habe das schon mal selbst erlebt und daraus ist ein Rechtsstreit entstanden von diesem Praxisbeispiel. In diesem Zusammenhang stellte sich auch folgende relevante Frage: Was passiert
wenn der Vertragspartner seine AGB nach Abschluss des Kaufvertrags ändert. Die Änderung der AGB durch den Vertragspartner kann in verschiedenen Situationen auftreten und hat unterschiedliche rechtliche Auswirkungen, abhängig davon, ob es sich um ein laufendes Vertragsverhältnis handelt oder nicht. Grundsätzlich gilt Folgendes: AGBs während eines laufenden Vertragsverhältnisses können nicht einseitig geändert werden, es sei denn natürlich, der Vertragspartner stimmt den Änderungen ausdrücklich zu. Sofern aber über einen längeren Zeitraum hinweg ein konsistentes Verhalten praktiziert wird seitens des Vertragspartners, erübrigt sich die Notwendigkeit einer solchen ausdrücklichen Zustimmung. In dem Fall wird das stillschweigend angenommen. Problematisch wird, wenn es kein laufendes Vertragsverhältnis gibt. Wenn es kein laufendes Vertragsverhältnis gibt, ist die Situation anders. Der Vertragspartner kann die Änderungen lediglich durch einen Hinweis auf dem Geschäftspapier, zum Beispiel auf eine Rechnung, oder schriftlich per Schreiben bekannt geben. In diesem Fall können die Änderungen allerdings auch stillschweigend angenommen werden, wenn nach einer gewissen Frist der Kunde sich nicht dagegen wehrt. Es ist wichtig zu betonen, dass erhebliche Benachteiligungen gegenüber den alten AGBs nicht einfach durch dieses Stillschweigen des Vertragspartners geändert werden können. Wenn die Änderungen der AGB den Vertragspartner zum Beispiel erheblich benachteiligen, können diese Klauseln auch durch stillschweigendes Verhalten nicht angenommen werden. Nun zuletzt, um AGBs wirklich verstehen zu können, befassen wir uns in der Folge mit dem üblichen Aufbau von AGBs. Ich werde dabei einige relevante Regelungen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen üblicherweise enthalten sollten, hervorheben. Die AGB sollten zum Beispiel die vollständige Adresse des Unternehmens sowie den Namen und die Kontaktdaten eines Ansprechpartners angeben. Dies ermöglicht es den Kunden, das Unternehmen leicht zu kontaktieren und sich bei Bedarf an die richtige Stelle zu wenden. Darüber hinaus, die AGB sollten auch den Geltungsbereich klar definieren, indem sie angeben, welche Kundengruppen, zum Beispiel Verbraucher oder Unternehmen, und für welche Kundengruppe die AGBs gelten, beziehungsweise welche Geschäftsbereiche diese AGBs abdeckt. Dies schafft Klarheit darüber, wer die AGBs beachten muss und in welchem Kontext sie gelten. In den AGBs sollte es ferner detailliert auch beschrieben werden, wie der Vertrag zwischen den Kunden und dem Unternehmen zustande kommt. Dies kann den Bestellprozess, die Lieferung, die Bezahlung und andere relevante Schritte umfassen. Preise, ja. Die AGB sollten auch Informationen zur Preisgestaltung enthalten, einschließlich der Angabe von Preisen für Produkte, oder Dienstleistungen oder auch Aspekte wie Umsatzsteuer, zusätzliche Kosten wie Versandskosten, Gebühren klar und transparent geregelt werden. Zahlungsmodalitäten ist auch ein großes Thema beim AGBs. In den AGB sollten eigentlich die akzeptierten Bezahlungsmethoden klar aufgeführt werden. Dies kann Zahlungsoptionen wie Kreditkarte, Überweisungen und so weiter und so fort umfassen. Ebenso sollten die Zahlungsfristen erwähnt werden. Das heißt, der zu Zeitpunkt, bis zu dem die Zahlung erfolgen muss. Lieferungen. Die AGB sollten auch Vereinbarungen zu den Lieferbedingungen und verbindliche Lieferterminen erhalten. Wie ich vorher schon erwähnt habe, ist es Holschuld, muss der Käufer stets die Ware abholen oder wird das versendet? Ein AGB kann auch Regelungen zu einem Eigentumsvorbehalt enthalten. Also Eigentumsvorbehalt besagt, dass die Produkte bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Unternehmens bleiben.
Das bedeutet nichts anderes, dass die Kunden erst dann volles Eigentum an der Ware erwerben, wenn sie die Rechnung vollständig beglichen haben. Zusätzlich können auch spezifische Regelungen für Rücksendungen, kann die AGBs auch spezifische Regelungen für Rücksendungen, für das Widerrufsrecht enthalten. Auch ein sehr wichtiger Aspekt sind Gewährleistungsausschüsse, Regelungen betreffend das Gewährleistungsrecht oder auch zum Transportschaden enthalten oder diese präzisieren. Ebenso können Bedingungen für den Haftungsausschluss generell, kann der AGB seinen Haftungsausschluss erhalten. Hierbei sollte man allerdings achten, dass nur ein Ausschluss für leichte Fahrlässigkeit möglich ist. Zum Abschluss eines AGBs finden sich üblicherweise Bestimmungen bezüglich des anwendbaren Rechts, salvatorische Klausel oder beziehungsweise der Gerichtsstand. Ist es auch wichtig, damit es auch der Kunde weiß, wenn es eine Probleme gibt, welches Recht anwendbar ist und wo man klagen kann. Zum Schluss noch einmal ein Praxisbeispiel. Kann ein Landwirt, ein Unternehmen Gewährleistungsansprüche geltend machen, obwohl der Verkäufer die Gewährleistung in seinen AGBs gänzlich ausgeschlossen hat? Der Unternehmen kann Gewährleistungsansprüche in diesem Fall geltend machen, zumal ein Gewährleistungsausschluss für Unternehmer nur begrenzt möglich ist. Die Rechtsprechung hält den Ausschluss jeglicher, also in Österreich zumindest, hält den Ausschluss jeglicher Gewährleistung zumindest bei neuem Wahn für sittenwidrig. Also ein vollständiger Ausschluss ist es in dem Fall nicht möglich. Jedoch ist es möglich, Gewährleistungsbehelfe teilweise einzuschränken. Zum Beispiel also die AGBs können Regelungen enthalten, dass dann Verbesserung statt Austausch möglich ist. Oder es ist statt dann immer eine Reparatur anstatt die Preisminderung zulässig. Ebenso kann in einem AGBs vereinbart werden, wann eine Reparatur oder ein Austausch stattfindet und wann der Aufwand hierfür und sollte der Aufwand hierfür zu groß sein, sollte dann ab welchem Zeitpunkt eine Wandlungs-, also Aufhebung des Vertrags möglich ist. Im Hinblick auf diesen Gewährleistungsausschluss will ich noch kurz erwähnen, dass auch die Einschränkung über die Dauer der Gewährleistungsfrist möglich ist. Ja, also man kann zum Beispiel anstatt 2 Jahre, 1 Jahr oder eine andere Frist vereinbart werden oder kann die AGBs vorsehen. Nun zum Schluss, weil jetzt sind wir auch zum Ende gelandet, zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, dass ich jetzt ein ganz kurzes Überblick verschaffen habe, welche Themen wichtig sind, worauf Sie achten sind. Vielleicht noch einmal kurz zusammenzufassen. Achten Sie darauf, wenn Sie ein schriftliches Angebot abgeben, dass die Bindungswille wirklich erkennbar ist, dass bestimmte Sachen wie Kaufpreis, Partei und auch die Ware bestimmt wird in dem Angebot. Und das schriftliche Angebot sollte auch eine Annahmefrist enthalten. Weiters ist es auch empfehlenswert, dass man in dem Angebot auf die geltenden AGBs verweist. Weiters ist es empfehlenswert, die AGBs stets zu überarbeiten und zu beachten, welche Regelungen die AGBs enthält. Gerne stehe ich zur Verfügung, um Fragen oder wenn es noch Unklarheiten gibt, zu beantworten. Vielen Dank schon mal, Levente, für den sehr ausführlichen Beitrag. Von Herrn Horn ist bereits eine Frage gekommen. Beim Vertragsverhältnis mit privaten Kunden, welche Aspekte müssen die vorvertraglichen Informationen beinhalten? Natürlich, es kommt darauf an, um welche Geschäftsbeziehung es geht oder was genau verkauft wird. Hierbei sollte ich aber allerdings erwähnen, und das habe ich jetzt bei meinem letzten Webinar besprochen, wenn Landwirte gelten im Normalfall als Unternehmer. Ja, also das, wenn das zum Beispiel, weil es ist, wenn jetzt hier ein Landwirt einen Traktor oder irgendwelche andere Ware kauft in dem Bereich, gilt ein Landwirt als Unternehmen. Also dann gilt dieses nicht als Konsument.
Aber vorvertragliche Pflichten, wie gesagt, beim Konsumenten ist das gilt das Konsumentenschutzgesetz, da muss man natürlich Widerrufsrecht auf jeden Fall erwähnen, aber es hängt auch wiederum um das Produkt und um den jeweiligen Kaufvertrag ab. Also ich glaube, es geht eh um eine Privatperson, hat der Herr Horn gerade geschrieben. Das sind sie dann umfassender, ne? Natürlich, es ist umfassend, aber es geht darum, was man kauft, ja. Also primär ist das Widerrufsrecht ist das Wichtigste, ja, wenn es um B2C-Bereich geht, also wenn es eine Privatperson etwas kauft. Ja, Widerrufsrecht muss man auch die Ware ganz konkret, also dann muss man muss der AGBs auch über Lieferungen bestimmte Klauseln enthalten und so weiter und so fort. Ja, aber es kommt darauf an, in welchem Geschäftsbereich wir reden. Ja, wenn ich jetzt im Hundefutterbereich ist wiederum, wenn ich als Konsument Hundefutter kaufe, gelten andere Regelungen, weil vielleicht haben Sie mitbekommen, ich habe jetzt eine kleine Welpe neben mir. Wenn ich jetzt dort etwas kaufe, natürlich dort für den Händler existieren andere Informationspflichten, als jetzt in dem Bereich, wo ich jetzt vortrage, zum Beispiel im landwirtschaftlichen Bereich. Ja. Alles klar. Es gibt dann noch zwei weitere Fragen. Einmal von Herrn Gassner. Verkauft wie besichtigt, ist das gewährleistungspflichtig? Nein, aber das ist aber in dem dieses normalerweise dieser Satz, was man auf Will haben sieht, das ist auch wiederum, es ist dann C2C-Bereich, also Konsument im Konsument verkauft, ist es möglich, dass es zum Beispiel das ausschließt. Ja? Das Bei heißt, das Händler B2B-Bereich wäre verkauft auch bei B2C, also wenn jetzt ein Unternehmen einem Konsument kauft, würde ich sagen, dass so eine Regelung eher nicht geht. Ja? Wie gesagt, solche Gewährleistungsausschüsse oder Gewährleistungsregelungen sind sehr kompliziert. Wiederum, wichtig ist es immer, muss man sich unterscheiden. Verkauft, wer die Vertragspartner sind. Handelt es sich auf einer Seite von einem Unternehmen und auf anderer Seite vom Konsument, ist natürlich ein Gewährleistungsausschluss komplett ist das nicht möglich. Auch, wie ich vorhin erwähnt habe, was in dem landwirtschaftlichen Bereich relevant ist, wenn zwei Unternehmen verkaufen, kann man auch das nicht komplett ausschließen, weil das wäre sittenwidrig. Zwischen Konsumenten und Konsumenten wäre das möglich. Es ist auch wiederum transparent, müsste das ganz klar geregelt werden. Gutes Beispiel dafür, wenn ich als Konsument eine Wohnung kaufe von einem anderen Konsument, könnte ich den Gewährleistungs natürlich ausschließen. Ja? Oder alles. beziehungsweise wie besichtigt, also beziehungsweise diese Regelungen, also beziehungsweise so wie besichtigt, also vereinbaren. Alles klar. Dann gibt es noch die Frage, Kaufvertragsbestandteil der Beschaffenheit. Wie genau muss das tituliert werden, beziehungsweise was sind die Mindestanforderungen? Mit Beschaffenheit meinen Sie, also wichtig ist, dass es der Ware konkretisiert werden kann. Ja? Wenn ich jetzt sage, dass ich verkaufe mein Auto, also ich verkaufe ein Auto, oder die Frage geht es anders. Es muss eigentlich die wesentlichen Elemente, also wie zum Beispiel Typus, Betriebs, also zum Beispiel beim Traktor Betriebs, also wie lange wurde das verwendet, wie viele Kilometer hat es und so weiter und so fort, sollten schon spezifisch angegeben werden. Ja. Es ist auch empfehlenswert, wirklich das ganz konkret zu regeln und offen zu legen. Ja, aber es hängt wiederum von dem Produkt ab. Um welches Produkt geht es in diesem Fall? Herr Mikusch, soll ich Sie kurz auf laut stellen? Warten Sie mal, ich gebe Ihnen mal die Sprecherlaubnis. Ich hoffe, das ist in Ordnung. So, Herr Mikusch, ich glaube, man hört Sie jetzt. Grüß Gott, Herr Mikusch. Wir hätten die Frage zu einem Traktor gehabt, jetzt eben, also der, was verkauft wird mit Zustandsbeschreibung und mit gültigem Kfz Paragraph 57a Gutachten. Und der Kunde reklamiert im Nachgang nach Zerlegung des Traktors, dass da noch Mängel sind.
Das Paragraph 57a Gutachten sagt eindeutig ohne Zerlegung und hat leichte Mängel gehabt, das Fahrzeug, die sind auch im Gutachten beschrieben, aber keine schweren festgestellt ohne Zerlegung. Und jetzt reklamiert der Kunde, der hat schwere Mängel, weil er die bei noch zerlegter Ware gefunden hat. In Deutschland, ja. Okay, aber also wie gesagt, ich bin österreichischer Rechtsanwalt, aber in Deutschland würde ich auch annehmen, gelten ähnliche Regelungen. Hier müsste man, also wenn Sie jetzt über einem Gutachten festgelegt, also offenbart haben, wenn ich jetzt Sie richtig verstanden habe, dass es über gewisse Mängel der Traktor verfügt, aber nicht über schwere Mängel, dann hat der Kunde gewusst, was er kauft. Ja, eine Beschaffenheit, also wenn das Produkt ordnungsgemäß beschrieben wurde und auch besichtigt wurde, gehe ich davon aus, dass über die Eigenschaft, also dass der Kunde hat gewusst, über welche Eigenschaft der Traktor verfügt. Anschließend gehe ich nicht davon, also wenn es sich nicht um ein verstecktes Mängel handelt, würde ich jetzt nicht davon ausgehen, aber es müsste konkret prüfen, ob der Kunde hier einen Gewährleistungsanspruch geltend machen kann oder erfolgreich geltend machen kann. Ja. Wenn Sie, also bei der Beschaffenheit, es ist wichtig, ist, wenn ein Produkt, wenn Sie etwas verkaufen und Sie wissen, dass es dieses Produkt über Menge aufweist, sollten natürlich Sie den Kunden aufklären, um genau solche Komplikationen zu vermeiden. Wenn der Kunde das weiß oder hat zumindest hätte wissen müssen, dann hat er das Produkt so mit diesem Mängel gekauft. Ja. Wenn anschließend irgendwelche Mängel auftauchen, dann kommen natürlich diese Gewährleistungsbehelfe in Frage. Ja, das ist leider so. Aber man muss das Konkrete anschauen. Habe ich richtig den Sachverhalt verstanden, Herr Mikusch? Alles gut, danke. Ja. Also wenn er das gewusst hat, oder wenn er hätte wissen sollen und wenn Sie das in diesem Gut, wenn dieses Gutachten darauf hinweist, gehe ich davon aus, dass das dann hat er das so gekauft, ja. Natürlich, es ist immer so darauf, auf Mängel ordentlich hinzuweisen, ja, dass dann man das ist, also klarzustellen und auch vielleicht in einem Korrespondenz darauf hinweisen, bevor der Kaufvertrag abgeschlossen wird. Ja, das würde ja das Paragraph 57a Gutachten beinhalten. Nicht? Also das ist ja eine Prüfung, die was ja laut Gesetzesvorlage ist und jeder leichte Mangel sogar angeführt werden muss. Und wir sind ja ein österreichischer Händler und der TÜV in Deutschland reagiert normal nicht anders, oder? Gehe ich nicht davon aus, ja. Gehe ich nicht davon aus. Aber ist es, also Sie haben von aus Österreich nach Deutschland etwas verkauft, habe ich es Ja, verstanden. genau, ja. Okay, und in dem AGBs nehme ich an, okay, ja, Sie können gerne mir die Direktfrage schicken. Ich denke, dann kann man damit argumentieren, wieso Sie, und was für der Kunde, Preisminderung oder was hat er verlangt? Na, es geht hauptsächlich um das, dass er sagt, in Deutschland ist es dann keine TÜV-Prüfung möglich mit diesen Mängeln. Und bei uns in Österreich schon. Und jetzt will er das natürlich repariert haben. Und da geht es aber um Teile, die, wie soll man sagen, fix verbaute Verbindungen haben, die was ich gar nicht sehen kann. Ich muss zum Beispiel die halbe Kabine rausschrauben, damit ich diesen Teil Okay. sehe. Das brauche ich bei keinem Gutachten. Ja. Das ist eine Zustandserläuterung und der Kunde hat das Gerät ja auch gesehen. Ja, eigentlich gar nicht. Aber haben Sie, also vielleicht, also über diese Mängel, also diese Mängel hat er gewusst, oder? In dem Gutachten steht, dass das dieses Problem steht. Nach österreichischem, also in diesem Gutachten steht das drinnen so, oder? Habe ich das, verstehe ich das richtig? Da sind zwei, drei Sachen mit leichten Mängeln angeführt. Da Spurgelenk hat das Spiel und so Geschichten sind angeführt. Leichter Flüssigkeitsverlust, das ist alles angeführt. Und dann Und geht es schon ganz. um das haben Sie eigentlich, aus meiner Sicht haben Sie das angegeben in dem Fall. Aber es sind nicht darüber hinaus andere Mängel in dem Fall, oder? Also das sind diese drei Mängel, die Sie jetzt erwähnt haben, oder? Ja, doch, er hätte jetzt das Gerät in Deutschland, was soll man sagen, in eine Werkstätte gestellt. Die hat das dann so teilzerlegt und hat jetzt andere Komponenten, wie zum Beispiel eine Antriebswelle gefunden, die laut Erachten der Werkstätte in Deutschland zu viel Spiel hätte. Das hat Okay, aber aber nicht. nach österreichischem Recht wäre es in Ordnung, Ja, oder? genau.
Okay, in dem Fall aber haben Sie das zugesichert, dass der Traktor in Deutschland zugelassen werden kann oder das funktionieren sollte dort? Weiß ich nicht. Weil das meine ich halt auch, ja, wenn Sie etwas jetzt kaufen, natürlich könnte der Kunde davon ausgehen, man halt hier in dem Fall anschauen, welche Bedingungen Sie oder welche Eigenschaften die Parteien vereinbart haben. Aber ich würde ausgehen, wenn Sie jetzt offengelegt haben und der Traktor ist jetzt funktionstüchtig, also der Traktor kann in Österreich verwendet werden und Sie auch über die marginale Menge, auf diese marginale Menge hingewiesen haben, gehe ich nicht davon aus, dass der Kunde so leicht eine Reparatur verlangen kann. Ja? Würde ich behaupten. Ja? Müsste man konkreter anschauen, wenn man hat. Zurück zu Ihrer Frage Beschaffenheit. Ja, also natürlich sehr wichtig ist, die Ware zu beschreiben, was Sie verkaufen, auch die Eigenschaften. Je mehr Sie gewährleisten, also je mehr Eigenschaften Sie festlegen oder halt offenbaren oder auch auf die Menge hinweisen, kriegen Sie anschließend weniger Probleme. Ja. Für Sie konkret, für die Zukunft vielleicht ein Beispiel, sollten Sie explizit in Ihrem AGBs oder explizit immer darauf hinweisen, dass Sie ein österreichischer Händler sind. Sie kennen sich jetzt nicht die Prozesse jetzt in dem jeweiligen Bundesländer in Deutschland aus oder ab welchem Zeitpunkt denn so ein Traktor zugelassen werden kann. Und dafür haften Sie einfach nicht. Ja, wäre jetzt meine pragmatische Lösung für die Zukunft. Ja. Jawohl. Dankeschön. Ich hoffe, dass ich Ihnen helfen konnte, Herr. Danke, alles okay. Vielen Dank. Perfekt, super. Dann gibt es noch eine Frage von Herrn Stück. Zwischenverkauf vorbehalten. Wie sicher ist man mit diesem Satz? Noch einmal, Entschuldigung. Oder sehe ich das in dem Chat? Genau, das ist die letzte Frage eigentlich von Herrn Stück. Zwischenverkauf vorbehalten, wie sicher ist man mit diesem Satz? Vielleicht der Herr Stück, wenn ich ihn auch kurz lautstellen darf, dann könnte er vielleicht das kurz erklären, was er damit genau meint. Sehr gerne. So, Herr Stück. Sie sind doch stumm geschalten. War stumm? Jetzt müsste man sie hören. Grüß Gott, Herr Stück. Noch nicht. Man hört noch nichts. Also nur vielleicht das Antwort. Für mich Zwischenverkauf vorbehalten, nur so einen Beisatz ist kein Problem, Herr Stück, wenn es nicht funktioniert. Mit dem Zwischenverkauf vorbehalten, selbst ich als Anwalt weiß ich nicht ganz konkret, was man darunter zu verstehen wäre oder quasi, in welche Richtung das gehen sollte. Es ist für mich, wie es ist, immer sehr wichtig, klar zu kommunizieren und solche zwei Wörter, man kann einiges da rein interpretieren, ja. Zwischenverkauf vorbehalten. Sie meinen, dass Sie geben ein Angebot ab und dazwischen Sie verkaufen wollen. Oder das muss man einfach immer, ich würde Ihnen empfehlen, immer das zu konkretisieren auf dem Fall. Ja. Für mich diese zwei Wörter, also zwei Wörter sind immer wenig aus meiner Sicht. Ja. Besser ist wirklich die Mühe zu geben, ein bisschen konkrete Regelungen zu gestalten. Ja. Weil wenn Sie jetzt euch in dem vorherigen Beispiel entnommen haben, sehr wichtig, bereits vor dem Abschluss eines Kaufvertrags über die Dinge offen zu sprechen und transparent festzulegen. Ja, es ist wirklich. Aha, okay, dass die Maschine in Zwischenzeit verkauft wurde. Ich glaube, der Herr Stück schreibt gerade, ich biete ja eine Maschine manchmal Ja, in dann. dem Fall, das, was ich vorhin erwähnt habe, das wäre genau diese Preisanfrage. Ja, da müssen Sie sicherstellen, das habe ich halt erwähnt, dass Sie kein Angebot legen. Ja? Es ist natürlich auch möglich, dass Sie ein Produkt, also das ist rechtlich nicht verboten, ja, dass ich ein Produkt an mehrere Interessenten anbiete. Wichtig ist, wie ich dieses Anbieten tue.
Und dass ich jetzt kein rechtsverbindliches Angebot lege, weil ein Angebot ab dem Zeitpunkt, wo ein Angebot eine Bindungswirkung aufweist, kann angenommen werden. Und ab dem Zeitpunkt, also deckungsgleiche Annahme, kommt ein Kaufvertrag zustande. Sie als Verkäufer sind verpflichtet, die Ware zu geben, ein Eigentum an diese Ware den Käufer zu verschaffen, und der Käufer ist verpflichtet, vice versa den Kaufpreis zu bezahlen. Wenn in dem Fall aber Sie zwei Kaufverträge zustande kommen, ja, wenn Sie nicht darauf achten, dass Sie kein Angebot, verbindliches Angebot legen, kann es sein, dass Sie ein Produkt doppelt verkaufen und Sie werden dann geklagt auf Erfüllung, Lieferung der Ware. Dann können rechtliche Probleme entstehen. Das heißt, ein Zwischensatz wie vorbehaltlich Das die würde ich jetzt Verfügbarkeit meinen, der es ist für Ware ist mich nicht möglich. möglich, also möglich, aber es ist nicht empfehlenswert, ja. Vielleicht kann man so, wie ich das am Anfang in diesem Beispiel genannt habe, Preisanfrage, bitte schicken Sie mir Angebote über diese Ware und dann können Sie das annehmen. Ja, es kann auch sein, dass der Käufer, also der potenzielle Käufer, Ihnen einen Preis, also ein verbindliches Angebot schickt, die Sie wahrscheinlich annehmen. So können Sie das sicherstellen, dass Sie nicht doppelt verkaufen. Ab dem Zeitpunkt, also, und ich würde sagen, der Satz Zwischenverkauf vorbehalten kann eher problematisch sein, ja. Vielleicht Okay. noch ein Beisatz dazu. Es handelt sich jetzt hier nicht um ein rechtsverbindliches Angebot. Dieses Angebot, das ist jetzt hat keine Bindungswirkung, ja. Okay, perfekt. Ich hoffe, das Herr Stüch, also okay, ja, ich sehe. Die Frage wurde beantwortet. Genau, wurde beantwortet, glaube ich. Ja, super. Gibt es sonst noch Fragen? Jetzt wäre noch kurz die Möglichkeit, die zu stellen. Ansonsten kann man, glaube ich, auch im Nachgang, Levente, auf dich zukommen, oder? Sehr gerne, ja. Wir werden auch wieder die Präsentation online stellen und die Kontaktdaten gerne teilen. Ja, wenn hier Leute noch Nachfragen haben oder da das Gespräch direkt mit dem Levente suchen. Gerne Ja, jederzeit. sehr gerne kann man mir beides. Also ich kann auch sehr gerne das Angebot anschauen oder kann gerne noch einmal detaillierter erklären, welchen Satz Sie verwenden sollten, wenn Sie ein Produkt an mehrere Interessenten anbieten oder auch bei diesem anderen Fall, wo es sich um diesen Gewährleistungsfall sich handelt. Ja, kann ich auch gerne anschauen. Perfekt. Aber ich Ja, bedanke mich auch für die Möglichkeit und auch für Ihre Aufmerksamkeit. super, ich danke ebenso. Vielen Dank nochmal für das sehr interessante, für die sehr interessante Präsentation und auch die umfangreichen Fragen, die gestellt wurden. Vielen Dank dafür. Das belebt so eine Präsentation, finde ich, immer extrem und ist super wichtig. Und dann freue ich mich schon auf das Webinar nächste Woche. Und Levente, wir bleiben auf alle Fälle auch in Kontakt und überlegen uns neue Themen für neue Webinare.